wir haben unsere Mutter im Pflegeheim und sie ist in einem sehr fortgeschrittenen Stadium Demenz. Sie liegt überwiegend im Bett. Sie kann nicht mehr sprechen, sie kann nicht den Arm alleine hochheben. Ich gehe so oft ich hin kann, hin, und aber es ist nicht erlaubt, ihr irgendwie nur einen Schluck zu trinken zu geben. Und ich weiß, dass sie viel Durst hat, und wenn ich es mal heimlich gemacht habe, ein sehr erleichtertes Gesicht macht, und jetzt habe ich Ärger bekommen, weil einer hat wohl irgendwie irgendwas gesehen, und ich finde es so grausam, dass Menschen in diesem Krankheitsstadium noch nicht mal von ihren Angehörigen eine kleine Unterstützung bekommen können in Form von etwas zu trinken. Das war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter von Adelheid von Stösser, mit der ich gerade telefonisch verbunden bin. Eine Betroffene von, ja, mit einer Mutter, die, wie unter diesen Bedingungen gerade beschrieben, leidet in einem Pflegeheim. Ja, Frau von Stösser, Sie erhalten regelmäßig solche Nachrichten. Ist das, was diese Angehörige schildert, die neue Realität in den Pflegeheimen? Ja, leider sieht in vielen, vielleicht sogar in den meisten Heimen, die Lockerung der Pflegehaftbedingungen so aus, dass eine Berührung des Angehörigen nicht erlaubt ist. Weder bei Sterbenden noch um, wie in diesem Falle, der eigenen Mutter einen Schluck Wasser zu reichen. Also wer sich überhaupt eine solche Regelung ausgedacht hat, hat entweder noch nie jemanden gepflegt oder er sieht in Pflegeheimbewohnern keine Menschen, sondern Pflegeobjekte, über die andere nach Belieben bestimmen dürfen. Wieso müssen Angehörige überhaupt Abstand halten und Mundschutz tragen, wenn sie doch die eigene Mutter im Zimmer, also in den Privaträumen besuchen? Ja, es ist interessant, dass Sie hier Fragen stellen, die von den Verantwortlichen für das betreffende Heim offenbar nicht gestellt wurden. Aber auch die Politik und das RKI sind nicht unbeteiligt an dieser Unmenschlichkeit. In allen Corona-Landesverordnungen wurden zwar die Besuchsverbote aufgehoben, aber nicht die Abstandsgebote. Angenommen, in einem Heim würde jetzt wieder Corona ausbrechen und irgendwelche Angehörigen würden dem Gesundheitsamt melden, dass dort nicht auf die Einhaltung geachtet wurde, drohen dem Heim Konsequenzen. Was mich erschüttert, ist, dass die Verantwortlichen und die Pflegekräfte in den Heimen solche Regelungen widerspruchslos akzeptieren. Damit schaden sie sich und ihrem Ruf im Grunde doch selber. Wo bleibt hier das eigene Gewissen und die Eigenverantwortung? Niemand sollte und muss sich Regeln aufzwingen lassen, die er für unethisch und unmenschlich hält. Ich bin also insofern fassungslos, wenn ich höre, wie Pflegekräfte sich gerade feiern lassen, als die Helden der Nation, aber nicht einmal den Mumm haben, einer erwachsenen Tochter zu erlauben, der schwerkranken Mutter etwas zu trinken zu geben. Zum Glück gibt es allerdings auch andere. Mir haben auch Angehörige berichtet, dass ihnen erklärt wurde, was sie im Zimmer ihres Sohnes oder ihrer Mutter machen, geht mich nicht an. Das ist Privatsache. Und genau das ist es. Und das sollte es sein und bleiben. Privatsache, Privatbereich, Privatsphäre. Darauf haben auch Heimbewohner ein Recht. Für das Zimmer im Pflegeheim zahlt der Bewohner schließlich Miete. Demzufolge kann er hier bestimmen und niemand sonst. Also genau das habe ich mir auch gedacht bisher. Erwachsene Menschen, egal wo sie leben, sollten eigentlich das Recht haben auf Privatheit, was ihnen nicht abzusprechen sein sollte. Ja? Und man sollte ihnen keine Vorschrift machen im privatesten Raum und Lebensumfeld. Das geht doch nicht. Also wie ist hier die rechtliche Lage, Frau von Stösser? Ja, auch Pflegebedürftige, die krankheitsbedingt selbst nicht mehr ihr Recht einfordern können, behalten das Recht auf den Schutz ihrer Privatsphäre und des Kontaktes zu ihren nächsten Angehörigen. Also hier zitiere ich mal aus der Pflegekarte, Artikel 3 steht: Jeder Hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht auf Wahrung und Schutz seiner Privat- und Intimsphäre. Und deshalb habe ich der Tochter auch geraten, die Heimleitung darauf hinzuweisen, dass diese Vorschrift gegen geltendes Recht verstößt. Im Grunde kann die Tochter, da sie ja außerdem sogar noch Bevollmächtigte ist, also von der Mutter autorisiert wurde, in ihrem Namen Entscheidungen zu treffen,
dem Personal verbieten, das Zimmer der Mutter während ihres Besuches zu betreten. Und was sie dann in dem Zimmer macht, ist Privatsache. Die Vorschrift von Landesverordnungen endet an der Haustür. Im Heim ist das die Zimmertür. Außerdem haben derartige Verordnungen sind außerdem nicht durch das Infektionsschutzgesetz zu rechtfertigen. Denn erstens liegt gegenwärtig keine nachweislich nachgewiesene Infektion mit dem Coronavirus vor, also weder die Mutter noch die Tochter sind als Infizierte hier gekennzeichnet. Es liegt nicht einmal ein hinreichender Verdacht vor. Und drittens sind die Fallzahlen seit langem derart gering, dass allenfalls eine theoretische Gefahr besteht. Also heute ist die Gefahr, beim Spaziergang durch den Park von einem Ast erschlagen zu werden, statistisch gesehen jedenfalls höher. Bei den Corona-Landesverordnungen wie auch den Heimverordnungen handelt es sich um Vorschriften, die juristisch höchst angreifbar sind. Darum rate ich Angehörigen, den Schutz der Privatsphäre und das Recht auf ungehinderten, unkontrollierten Kontakt notfalls rechtlich einzufordern. Also mich hat der Umgang mit den Alten und Kranken in der Corona-Zeit wirklich auch sehr beschäftigt. Und ich finde, das kann man doch so nicht stehen lassen. Ich bin zwar persönlich nicht direkt betroffen, es beschäftigt mich jedoch wirklich so sehr, dass ich das Bedürfnis habe, irgendetwas zu tun. Darauf bin ich auch auf Sie, Frau von Stösser, gekommen, weil ich Sie eben bei der zweiten Sitzung der Stiftung Corona-Ausschuss gesehen habe. Ja, ich kann mich hier nur wiederholen. Mit den Maßbeschränkungen und der Distanzanordnung zwischen Bewohnern und Angehörigen ist man aus meiner Sicht eindeutig zu weit gegangen. Die Alten, Schwachen und Kranken wurden nicht gefragt, ob sie diesen Schutz wollen. Er wurde ihnen aufgezwungen. Sie mussten es erleiden und ihre Angehörigen ebenfalls. Viele, die da anriefen, sprachen von seelischer Grausamkeit und wie man das hilflosen und kranken Menschen überhaupt antun kann. Ja, die Heime wurden doch aber überall, nicht nur in Deutschland, geschlossen. Sogar in Schweden dürften Angehörige nicht rein. Jetzt hört und liest man überall, dass im Falle eines neuen Corona-Ausbruchs nur die besonders gefährdeten Alten und Kranken geschützt werden und ein allgemeiner Lockdown vermieden werden soll. Wie soll man denn Ihrer Meinung nach vorgehen, Frau von Stösser? Ja, Krankenhäuser und Pflegeheimen waren ja immer schon Orte mit dem höchsten Gefahrenpotenzial für Ansteckungen. Also in Deutschland infizieren sich jedes Jahr rund 200.000 Patienten mit sogenannten Krankenhauskeimen, also multiresistenten Keimen. Mehr als 20.000 sterben daran. Bis vor einiger Zeit wurden diese Patienten noch isoliert. Also ein Patient mit einem sogenannten MRSA-Keim durfte sein Zimmer nicht verlassen. Aber Angehörige durften mit Schutzkleidung immer rein. Das galt bisher auch für alle anderen meldepflichtigen Infektionskrankheiten, die jährlich in Wellen oder regional auftreten. Gesundheitsämter und Einrichtungen setzten auf Aufklärung und weniger auf Kontrolle oder gar Bestrafung. In schätzungsweise 99% der Fälle erschien dies auch ausreichend. Angehörige, die keine Einsicht zeigen, wurden ermahnt und schlimmstenfalls gar mit Besuchsverbot oder Hausverbot belangt. Auch bei Corona wäre es meines Erachtens vollkommen ausreichend gewesen, Patienten, Heimbewohner und ihre Angehörigen darüber aufzuklären, wie sie sich und andere vor Infektion schützen können. Die meisten sind doch eher übervorsichtig. Wer Angst vor Ansteckung hat, bleibt freiwillig zu Hause, hält freiwillig Abstand und zieht freiwillig eine Maske auf. Aber wir sprechen ja hier von erwachsenen Menschen, von unseren älteren Menschen, Großeltern, ja, oder Eltern, die nicht zuletzt deshalb so alt geworden sind, weil sie und ihr Körper mit allen möglichen Gefahren umzugehen gelernt haben und ja auch ein gutes Immunsystem haben. Ja, so ist es. Wer ein hohes Alter erreicht, ohne an chronischen Krankheiten zu leiden, der wird auch mit Covid-19 fertig. Wie wir ja auch von vielen Fällen wissen, sogar eine 103-Jährige hat die Infektion ohne nennenswerte Symptome überstanden. Wer an chronischen Krankheiten leidet, muss dagegen mit einem erhöhten Infektionsrisiko zu leben lernen. Das war früher so und das wird auch so bleiben. Ja,
Und wir müssen doch alle, Frau von Stösser, mit der Gewissheit leben, dass wir an irgendetwas sterben werden. Das Leben ist endlich für jeden. Ja, da führt kein Weg dran vorbei. Früher oder später wird für jeden von uns der Zeitpunkt kommen, Abschied von diesem Leben und seinen Lieben zu nehmen. Und wer am Ende seines Lebens in einem Pflegeheim, das Ende seines Lebens dann in einem Pflegeheim verbringt, für den ist dort Endstation. Täglich sterben in Deutschland ja rund 900 Menschen in Pflegeheimen. Sie sterben an ihren Krankheiten, an Altersschwäche, an falschen Medikamenten, an Mangelernährung, an nicht aufgeklärten Gewaltdelikten, an gebrochenem Herzen, an Lungenembolie, Lungenentzündung, Multiorganversagen, einem erneuten Schlaganfall oder Herzinfarkt oder einfach nur, weil ihnen die Kraft fehlt, weiterzuleben. Manche sterben unerwartet plötzlich, andere siechen über Monate und Jahre dahin. Aber alle sind am Ende des Lebens angekommen und hoffen vielleicht noch darauf, die kurze Zeit, die ihnen noch bleibt, ohne Angst, ohne Schmerzen und in der Gesellschaft mit den Menschen verbringen zu können, die ihnen nahestehen und wichtig sind. Aber auch von da ist es doch ein Unding, pflegebedürftige alte Menschen vor dem Tode bewahren zu wollen, indem man ihnen den Kontakt zu den wichtigsten Menschen im Leben verwehrt. Ja, aus meiner Sicht haben die Besuchsverbote und andere überzogene Schutzmaßnahmen in den Heimen die hohe Sterberate während der Corona-Welle eher begünstigt als verhindert. Mehr als die Hälfte der sogenannten Corona-Toten lebten in Heimen. In manchen Ländern war die Sterberate doch sogar bei 70%. Als das Pathologische Institut in Hamburg da unter Professor Püschel festgestellt hat, starb kein einziger von den 100 dort obduzierten sogenannten Corona-Toten an Corona. Ja, das verstehe ich auch nicht, wie man diese Obduktionsergebnisse einfach ignorieren kann, ja, und alle Verstorbenen mit einem positiven Corona-Test als Corona-Tote hinstellen kann. Ich verstehe auch nicht, wie der Staat ohne eine tatsächlich vorhandene Gefahr, einfach nur weil einzelne Virologen eine zweite Welle befürchten, immer noch meint, Patienten im Krankenhaus und Heimbewohner auf Abstand zu ihren Angehörigen halten zu müssen. Wo sehen Sie denn da, Frau Stösser, einen Ansatz, um diesen Unsinn endlich mal zu beenden? Ja, das ist eine gute Frage, also die natürlich auch schwer zu beantworten ist. Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, normalerweise aber vermutlich in diesem Punkt auch jeder schwerste. Denn der durch die Infektionsschutzmaßnahmen angerichtete Schaden ist enorm. Deshalb redet oder besser gesagt testet man aktuell geradezu eine zweite Welle herbei. Jeder positiv Getestete wird als Infizierter in der Zeitung präsentiert. Und auch wenn er keine Symptome hat und möglicherweise falsch positiv getestet ist. Es ist also noch kein Ende abzusehen. Dennoch, oder gerade darum, sage ich hier, was ich eben auch schon erwähnt habe, sehe ich hier den Ansatzpunkt für die Angehörigen insbesondere, dass Besucher und rechtliche Vertreter selbstbewusst auftreten sollten und die Rechte des Bewohners auf Privatsphäre und Berührung einfordern sollten, notfalls über den Klageweg. Also hier ist man im Moment zu vorsichtig und man unterwirft sich hier zu sehr und setzt sich nicht entsprechend ein. Der zweite Punkt, ein Appell auch an die Heimbetreiber und das Personal, menschlich zu handeln nach dem eigenen Gewissen. Dass dies geht, wird ja auch von vielen gezeigt. Die hängen das nicht an die große Glocke, aber ich gehe mal davon aus, dass ganz viele eben auch jetzt schon eben menschlich handeln und eben niemals so reagieren würden, wie das die Angehörige jetzt zu Beginn hier erlebt hat in diesem Heim. Hier würde ich mir einfach wünschen, dass auch das Heimbetreiber und Personal eher das Risiko der Auseinandersetzung eingehen. An dritter Stelle ist es wichtig, dass die Schäden, die durch die Schutzmaßnahmen verursacht wurden, auch mal benannt und aufgearbeitet werden. Also gegenüber Pflegebetroffenen hat es massive Rechtsverletzungen gegeben, die behandelt werden müssen, damit sich Gleiches nicht wiederholen kann. Und nicht zuletzt möchte ich noch mal betonen,
wir brauchten, der Umgang jetzt hier mit Corona zeigt, dass wir unbedingt ein ganzheitliches Verständnis von Hygiene brauchen. Hygienemaßnahmen, die sich nur auf das Fernhalten eines Virus konzentrieren und dabei Maßnahmen verordnen, die die Widerstandskräfte und das Immunsystem schwächen, gefährden das Leben. Also das, was wir jetzt hier im Kampf gegen Covid erlebt haben, in einer Extremform, ist extrem immunschwächend, zumindest für die, die man schützen wollte. Schon Louis Pasteur hat geschrieben, der Erreger ist nichts, das Terrain ist alles. Das heißt, je gesünder das Umfeld, desto geringer die Gefahr, durch Viren oder andere Erreger krank zu werden. Stress, Angst und Einsamkeit machen krank und schwächen das Immunsystem. Da Deutschland noch verhältnismäßig gesunde Lebensbedingungen hat, wurde die Corona-Welle hierzulande eher wie ein Husten erlebt. Kein einziger zuvor gesunder Mensch ist meines Wissens daran verstorben. Darum abschließend plädiere ich an alle, die Einfluss nehmen können, die Verordnungen vollständig aufzuheben und die Angehörigen nicht länger zu bevormunden und solche Situationen, wie sie hier zu Beginn von dieser Tochter geschildert wurden, einfach, das muss sofort aufhören. Also ich finde, Frau von Stötzer, das ist ein angemessenes Schlusswort und Sie haben auch den Bogen hinbekommen zu dem Eingangswort der Betroffenen, die leidet als Angehörige darunter, wie ihre Mutter unter den Maßnahmen zu leiden hat. Also wir sehen, dass nicht nur die Betroffenen, die Pflege- und Hilfsbedürftige leiden, sondern auch deren Angehörige. Und ich danke Ihnen wirklich, dass Sie sich für die Rechte Pflege- und Hilfsbedürftiger engagieren und dass Sie ja so viel zur Aufklärung leisten, Frau von Stösser. Vielen Dank dafür im Namen aller Betroffenen. Ja, und ich danke Ihnen, Herr Leon, für dieses, dass Sie dieses Thema aufgreifen. Sie sind noch ein junger Mensch, nicht direkt betroffen und auch das, es ist wichtig, dass jeder hier auch angesprochen fühlt und etwas dagegen tut. Vielen Dank auch an Sie.